Ich freue mich Ihnen Agonie aus dem Jahre 1987 von Jörg Uhlberg vorstellen zu dürfen. Die Architektur des Verfalls. Jörg Uhlberg zieht hier gleichsam die Summe seines künstlerischen Studiums der Berliner Ruinen, die noch weit bis in die 80er Jahre hinein im Stadtbild präsent waren. Mit seinem Werk Agonie schafft er eine Allegorie des Verfalls. In der Schuttlandschaft positioniert, wächst vor dem Betrachter ein ruinöses Haus empor und ragt wie der Turmbau zu Babel in den Himmel hinein, wo das Dach und der Giebel hell von der Sonne beschienen werden. Aber bereits das Dach zeigt größtenteils nur noch die Sparren und wird der Blick weiter nach unten geführt, löst sich das Gebäude zusehends auf, wobei die in alle Richtungen ragenden Balken wie gesplitterte Knochen wirken. Langsam, aber unaufhaltsam, in Agonie, wird das Haus in sich zusammenstürzen und nur noch den Grabhügel seiner selbst ausmachen. Dabei bildet der kleinteilige Steinverbund und der Putz eine musterförmige Ornamentalität des Verfalls. Aus der Gegenbewegung von Aufwachsen und Einstürzen speist sich die Bildspannung, die von der dramatischen Wolkenbildung noch gesteigert wird. Die Wolkenwirbel gemahnen an eine Weltlandschaft, wie sie mit Albrecht Altdorfers Alexanderschlacht aus dem Jahre 1529 vor Augen steht. Und die Ruine, dies ist der weitergehende allegorische Gehalt, steht pars pro toto für die Welt als solche ein. Damit schafft Uhlberg ein modernes Memento Mori in architektonischer Formensprache, das ein Schlüsselwerk seines frühen Oeuvres darstellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen dieses Kunstwerk näherbringen können.